Markus Gabriel und ich bin Illusionist und Zauberkünstler. Und in meinem Beruf spielt natürlich der Spiegel eine wichtige Rolle. Er ist einerseits ein Hilfsmittel für mich, damit ich mich kontrollieren kann, wenn ich ein neues Kunststück einstudiere. Da kommt es nämlich vielfach auf den richtigen Blickwinkel drauf an, damit eine Illusion kann entstehen. Der Spiegel lässt sich auch als Technik einsetzen, als Trickhilfsmittel. Und so kann man ganze Personen wegzaubern oder erscheinen lassen. Oder man kann ein ganz kleines Spiegel in der Hand verstecken und so kann man heimlich irgendetwas anschauen. Zum Beispiel den Wert von einer Spielkarte. Die Technik mit diesen Scheinern, wie man die kleinen Spiegel nennt, ist natürlich höchst illegal und ist vor ein paar Jahrhunderten von Falschspielern entwickelt worden. Der Spiegel ist natürlich auch thematisch sehr interessant in der Welt von der Mystik, der Magie, von der Märchen. Und zum Beispiel gibt es eine Welt hinter dem Spiegel, stellt sich doch oft die Frage. Dort, wo uns Geister können, Nachrichten schicken können. Oder ist es möglich, so einen Geist tatsächlich in die Realität überzuholen? Sind sie abergläubisch und haben das Gefühl, es bringe Unglück, wenn ein Spiegel kaputt geht? Gut, für mich als Illusionist stellt sich die Frage gar nicht. Ich kann dann nämlich, bevor das Unglück überhaupt passiert, den Spiegel gerade wieder restaurieren. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal jemandem aus meiner Zunft ins Stammbuch geschrieben: Bedarf's noch ein Diplom besiegelt? Unmögliches hast du uns vorgespiegelt.